In der Privatklinik Graz-Ragnitz ist die 16-jährige Viktoria auf dem Weg in den OP. Aufgrund ihres Herzfehlers muss sie ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Ihr Herz muss dabei genauestens überwacht werden, damit im Ernstfall sofort reagiert werden kann. Kriegst du mir ein schickes Haarband? Wunderbar. Schmuck ist alles unten, Viktoria? Mhm. Karinka, nichts mehr. Nein. Wunderbar. Nur ich glaube, es wurde irgendwas gesagt, weil ich habe da dann einen Loop-Recorder drinnen. Mhm. Ob das was mit da ist oder nicht. Das passt so. Ring und so weiter, Ohrringe, das muss weg sein und dann passt das alles, gell? Sonst, Maria, was auf der Schulter bekommst du ein EKG bekommen. Magst du kurz hinlegen am Rücken? Geht's noch? Ja. Da? Da rauf, ja. Gut. Warum da? Wenn du da auffangen kannst. Im OP angekommen, wird Viktoria mittels Kreuzstich betäubt. Ihre Mama, die als einzige mit in den OP-Bereich darf, muss draußen warten. Ja, ich bin momentan leidig mit meiner Tochter. Sie sind die Mama, ja. Die Oma. Die Oma. Peter Fritsch, hallo, freut mich sehr. Sind Sie nervös? Ja. Das erste Kind? Fertig. Das erste Enkelkind? Erste Enkel. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Ich bin dazu da, dass wir dann das Kind nach der Geburt gut versorgen. Das Kind wird da auf einen Reanimationstisch kommen, der ist vorgeheizt. Da haben wir dann gute Zeit, das Kind in Ruhe zu versorgen. Dann schaue ich das Kind einmal an, schaue, ob das Herz passt, ob die Lunge passt. Und ja, dann wird man sehen. Wahrscheinlich werden wir nicht sehr viel tun müssen. Ihr Wort in Gottes Ohren, denn es kann auch anders kommen. Eine Überraschung kann immer eintreten, dass zum Beispiel die Atmung vielleicht nicht gut funktioniert nach der Geburt oder dass sonst andere Probleme sind. Aber wir werden das sehen. Kann ich schon dabei zu meiner Tochter? Okay. Wenn jetzt die Entscheidung steht, du oder dein Kind, würde ich sagen, mein Kind. In der Privatklinik Graz-Ragnitz liegt die 16-jährige Viktoria bereits auf dem OP-Tisch. Ihr Herz steht unter ständiger Beobachtung und alles ist für den Kaiserschnitt vorbereitet. Ich weiß nicht, schon auf den Schrei dann von der Kleinen. Wir schauen jetzt, dass wir ein gutes Setting machen, dass auch alle, die wir jetzt brauchen, wirklich da sind. Das heißt, den entsprechenden Anästhesisten, der auch gute Erfahrungen mit Herznotfällen hat, Intensivstation, die hier in dem Haus gegeben ist, alles bereit ist und dass wir das Beste für die Vicky und ihr Kind heute machen. Man muss einfach gewappnet sein. Wie geht's dir? Alles okay? Ein bisschen aufgeregt noch? Happy Maria, es passt alles. Herz läuft. Es wurde auch von der Wiener Universitätsklinik empfohlen, einen Kaiserschnitt zu machen in dem Fall, weil eben das wahrscheinlich der besser zu handelnde Weg ist, als wenn sie unter einer Geburt dann plötzlich ein Problem hätte und dann ein Problem für Mutter und Kind sein könnte. Bis 10, gleich bis das hören. Gleich bis das hören. Wir haben zuerst einen Hautschnitt, dann ist darunter das Fettgewebe unter der Haut, das zum Teil auch stumpf erweitert wird. Schließlich wird da so eine Faszie, das ist so eine Bindegewebsschicht durchtrennt, der Muskel auseinandergedrängt und der Bauch eröffnet. Viktoria ist während des Eingriffs bei vollem Bewusstsein, spürt durch den Kreuzstich aber keine Schmerzen. Der nächste Schritt ist dann das Eröffnen der Gebärmutter. Wir präparieren noch die Blase vorher ab. Und ja, dann ist man eigentlich schon beim Kind. Hoffentlich verläuft alles gut und ohne gröbere Probleme. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz geht es für die 16-jährige herzkranke Viktoria jetzt um alles. Denn die Kaiserschnittgeburt ist am Höhepunkt angelangt. Bis jetzt verläuft zum Glück alles reibungslos. Es gibt verschiedene Methoden, wie das Kind entwickelt wird. Ja. Bei der Methode, wie wir das machen, ist es so, dass wir einen möglichst kleinen Schnitt wählen, also den Bauch nur kleiner öffnen und das Kind praktisch dann herauspressen. Unter Anführungszeichen, es ist doch fast so ähnlich wie durch den Geburtskanal. Also es ist auch Druck und Kraft notwendig.
Auf der anderen Seite musst du den Bauch nicht so weit aufmachen. Fast die normale Geburt, gell? Hallo, servus. Schaut das gut aus? Ja, nein, ja. Wie man dann oft sieht, schreit das Kind schon vom ersten Moment, das ist noch gar nicht richtig aus dem Bauch heraus. Alles gut. Dr. Breinl und sein Team haben ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Victoria und ihre Familie können aufatmen. Und wie süß die Kleine nach ihrer Mama greift. Das ist sicher wichtig für den Aufbau der Beziehung zwischen Mutter und Kind, dass da gleich Kontakt hergestellt ist. Auch beim Kaiserschnitt. Wir versuchen immer der Mutter das Kind gleich zu zeigen. Schade nur, dass der frisch gebackene Jungpapa von all dem nichts mitbekommt, obwohl er sogar noch mit Victoria zusammen ist. In der Privatklinik Graz-Ragnitz hat ein weiteres Teenager-werden-Mütter-Baby das Licht der Welt erblickt. Während die 16-jährige Victoria nach ihrem Kaiserschnitt versorgt wird, kümmern sich Kinderarzt und Hebamme unter ständiger Beobachtung von Oma Sonja um die kleine Emily. Ja, aber sie ist echt schon groß, gell? Ich weiß nicht, meine Babys sind noch irgendwie größer, aber gut, vielleicht. Das ist Kind geht sehr gut. Das Kind hat sehr gut adaptiert nach der Geburt. Wir haben es dann relativ rasch da hier in die Wärme gebracht, haben es dann abgetrocknet und in frische, trockene Tücher gebracht. Hat sich sehr gut und rasch und normal adaptiert, also wie es zu erwarten war, obwohl sie eigentlich definitionsgemäß ein Frühgeborenes ist. Ich bin sehr erleichtert, dass alles super verlaufen ist. Die Ärzte super, die Schwestern, die Hebammen, das ganze Spital super. Und deswegen, ja, die Kleine, so süß, die Kleine, ich bin so stolz. Aber sie hat eh gleich geschrieben, gell? Ja, super. Das ist schnell gegangen. Das ist super. Sie macht zwar nichts, wenn sie nicht schreien, aber es ist gut. Aber es ist trotzdem, ja genau, da weiß man, okay, ich bin beliebt. Das ist ein bisschen. Ganz kurz, ja, bei der Kopf. Ja. Aber das verlieren die Kinder am meisten Temperatur, gell? Oh. Sind wir soweit? Das ist doch ein schönes Exemplar. Ne? Also, ja. Ist doch ein Hübsche. Ja. Gut eingepackt bekommt Victoria ihre kleine Emily jetzt auch wieder zu Gesicht. Dass Jungpapa Andi fehlt, trübt die Stimmung etwas. Ich finde es schon sehr schade, dass der Andi nicht geschafft hat, zur Geburt dabei zu sein, weil ich finde, der Vater gehört dazu. Sie war schon unglücklich, dass er nicht dabei war. Auch wenn es jetzt momentan nicht so rosig zwischen die zwei ist, aber dass er wenigstens dabei, bei seinem Kind dabei ist, das wäre schon, hätte vielleicht doch ein bisschen wieder zusammengeschweißt, aber sie ist schon enttäuscht gewesen von ihm, ja. Das Wichtigste ist aber, dass Victoria alles gut überstanden hat. Und der Rest wird sich hoffentlich auch noch zum Guten wenden. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz. Hier ist klar, wer der Vater vom Kind der 16-jährigen Victoria ist. Ihr 19-jähriger Freund Andi, der zur Geburt aber leider nicht aufgetaucht ist. Die Vicky war sehr tapfer. Sie wusste ja zuerst nicht recht, wie sie sich entscheiden soll, ob ihre Mama bei ihr im OB bleiben soll oder ob sie mit der Emily eben mit zur Versorgung gehen kann. Und sie hat dann spontan im OB entschieden, na, besser ist, die Oma bleibt bei der Emily.
So eine hübsche. Bei einem normalen Kaiserschnitt wären Mutter und Kind schon längst vereint. Doch durch Victorias Herzfehler dauert alles etwas länger. Die Vicky kommt jetzt vom OB ins Aufwachzimmer, weil sie durch ihr Herzproblem Intensivüberwachung braucht. Meine Stimme kennst du, gell? Meine Stimme kennst du, gell? Ja, mit Herz. Jetzt spuckt sie ein bisschen Hochwasser. Mhm. Das ist auch okay, gell? Das wird ein paar Tage so gehen, oder? Ja, sie wird wahrscheinlich heute Nacht ein bisschen brechen. Fruchtwasser kann auch sein, gell? So, da. Die Emily ist 2800 Gramm schwer und 50 cm lang und hat keine Probleme gezeigt mit der Umstellung. Also die Atmung, Herzfrequenz, diese Parameter waren eigentlich alle ganz wunderbar. Eigentlich soll sie das ja ein bisschen beruhigen, gell? Aha. Ja, weil sie sich daheim fühlt dann. Genau, ja. Genau. Deswegen auch die Windel, gell, dass sie spürt, wo sie aufhört. Ja, genau, das ist die Fruchtblase dann, gell? Genau. Ah, gut. Süß. Wollen Sie sie nehmen? Ja, oder muss ich da aufhören? Ja. Tausch mal. Tausch mal? Nein, tausch bitte. Mal. Achso, ja, okay. Ja. Geht's? Ja. Süß. Ja. Ist die wie zu Hause, gell? Ist die wie zu Hause? Wie zu Hause? Ja. No, süß. Ja. Oh. Ich habe das Baby sogar im Bauch beruhigen können. Jedes Mal, wenn es so gestrampelt hat, hat die Vicky gesagt: Mami, gib mir deine Hand, hab die Hand draufgelegt und ruhig war's. Keine Bewegung spürt. Jedes Mal wollte ich irgendeine Bewegung spüren. Nix. Schauen wir mal, ob die Omi das noch kann. Ha? Kann ich das nicht wirklich? Ha? No, das ist so zart, die Füße. So. Das sind ja noch ganz kleine Pampers. Oh, ja. So. Die Omi beherrscht noch. Das geht ja noch. Die Instinkte sind da. Obwohl es wirklich lang her ist, gell? Ja, noch 16 Jahre ist das letzte Mal. Ja. Mhm. Dass man da wieder hingehen. Genau. Ist auch nicht so selbstverständlich, gell? Na, so süß. Du bist eine Süße. Ja, du bist eine ganz eine Süße. Privatklinik Graz-Ragnitz. Während die 16-jährige Victoria nach dem Kaiserschnitt versorgt wird, ist ihre kleine Emily in besten Händen. Und zwar in jenen ihrer frisch gebackenen, stolzen Großmami Sonja. Darf ich vorstellen, das ist Emily. Süß. Wie war die Geburt für dich, Emily? Ha? Erzähl. Hm? War's anstrengend? Hm? War's anstrengend? Ja, du willst die Augen aufmachen, gell? Heißt da hell, gell? Ist ein bisschen hell da. Ja, so. Dann gehen wir raus. Gehen wir raus zum Opa und zu den anderen. Hm? Neben Victorias Eltern sind auch ihr Bruder samt Freundin anwesend. Nur Kindesvater Andi hat die Geburt leider verpasst. Und fehlt auch jetzt noch. Ja, darf ich vorstellen? Hallo, Emily. Das ist süß. Darf ich so haben's? Komm her, mein Baby. Ja. Bitte vorsichtig. Du bist eh eine Brave, die nicht ja. viel weint. Ja, die hat schon ein bisschen geweint. Hm. Aber muss ja Lebenszeichen gehen, gell? Und wie groß und wie schwer war sie? 50 cm und 2,80 Kilo. Oh, ein kleines Baby. Ich bin ein ganz stolzer Opa überhaupt. Bin ich auf beide stolz, auf meine Tochter und auf meine Enkeltochter. Weil was meine Tochter mitgemacht hat, jetzt die große Hitze, hochschwanger in der, bei 39 Grad, ist sicher nicht einfach. Das Herzproblem, das Problem mit ihrem Freund, also das hat sie wirklich alles tapfer überstanden, das muss ich schon sagen. Und
Sie ist wunderhübsch. Ein Viertel, meine Frau und ein Viertel ich, im Grunde genommen. Ja. Bitte ganz eine süße Kröte. Eine hübsche Oh ja, Schatz, komm. Na, Käse, nicht so. Das ist dein Onkel. Das ist dein Onkel. Der mag dich nicht, liebe Emily. Das Aschel ist ein bisschen vorsichtiger bei kleinen Kindern. Er ist ein bisschen schüchtern, glaube ich. Er ist so übervorsichtig. Du keinen Finger irgendwie. Ja, gell? Urweiß auf die Finger. Die haut da was. Auf die Hände. Ja, das ist nur die Käseschmiere, das ist nur voll. Die kleinen Babys, das brauchen sie noch, das zieht die Haut eh ein. Da wird die ganz weich. Das ist ganz weich, die Haut. Ja, wirklich. Die 16-jährige Victoria hat die Geburt bereits hinter sich, stand nach dem Kaiserschnitt aufgrund ihres Herzfehlers aber noch unter Beobachtung. Jetzt darf sie ihre Tochter im Beisein ihrer Familie endlich in die Arme schließen. Sie hat irgendwann einmal erwähnt, eine Mutter fühlt es so. Und jetzt habe ich einmal nachgedacht, die ist Mutter, die ist 16 Jahre, meine Tochter. Ja, und spricht schon wie eine alte Mutter. Ja. Willst du das Baby haben? Das ist kein Baby, das ist Emily. Ist aber ein Baby. Ist ein Baby. Warte, ich leg das da. Ich glaub, der Wolf will diese Qualität geben. Naja, ich muss mir das auch überlegen. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it, cause I breathe her. Das erste Mal, wie ich sie im Arm hatte, das war wunderschön. I know what it feels like, yeah. Breathe her. Ich war eigentlich schon ganz sicher, dass das gut ausgehen wird, das Ganze. Die Ärzte haben mich beruhigt. Ich bin da in einem Spitzenspital. Spitzenärzte haben das entbunden. Sie haben mir immer gesagt, sie machen noch nichts. Und da dachte ich mir, sie machen auch noch nichts. Und dabei haben sie schon angefangen gehabt. Dann haben sie gesagt, sie haben schon aufgeschnitten. Da dachte ich mir, okay, nichts gespürt. Dann habe ich so einen Druck ganzes gespürt, wie sie das eben so auseinanderziehen. Aber weh, dann hat das halt nicht. Und dann haben sie mir schon gesagt, dass sie den Kopf schon haben. Und dann war sie eigentlich schon draußen. Ist er da? Es ist ein tolles Gefühl, Mami zu sein. Zuerst ganze Zeit Sturm treten im Bauch und jetzt auf der Welt einfach still sein und so tun, als hätte nie was gewesen sein. Definitiv schaut sie mir ähnlich. Aber die Nase könnte von Andi sein. Ich war schon am Anfang traurig, dass er nicht da war. Und nachher dann hat er sich dann gemeldet, also hat dann die Mama angerufen. Und er war auch, hat auch ziemlich traurig schon geklungen, weil er hat verschlafen eben. Ja, was soll man dazu sagen? Er muss seine Computerspielsucht in den Griff kriegen, weil sonst bleibt alles der Victoria über. Beziehungsweise uns. Ja. Ich freue mich schon das erste Mal, wenn die Emily Andi anpinkelt. Jeder von uns hat seinen Teil dazu beigetragen, nur der Andi eigentlich leider, also nicht in dem Ausmaß, wie man es erwarten kann. Und ich glaube nicht, dass sich das jetzt zu viel ändern wird. In der Privatklinik Graz-Ragnitz ist bei der 16-jährigen Victoria und vor allem bei ihrer kleinen Emily Ruhe eingekehrt. Ich schlafe momentan. Ich schlafe zu viel. Ich kenne mich aus, gell? Meinst du wahrscheinlich damit, dass die nicht am Anfang gleich still und deswegen wahrscheinlich abnehmen?
Nein, das ist generell so, dass Babys abnehmen, wenn sie vom Spital entlassen werden. Nur dürfen sie das nicht ständig. Sie müssen relativ bald dann wieder zunehmen. Das Stillen hat noch nicht geklappt, weil ich vermute, das Baby hat noch keinen Hunger. Und die Saugreflex hat es auch noch nicht gezeigt, also und schlaft die ganze Zeit. Nach Ordinationsschluss stattet Dr. Armin Breinl dem Mama-Baby-Gespann einen Kontrollbesuch ab. Wie geht's dir? Gut. Habe ich schon gut überstanden? Ja. Noch Schmerzen jetzt? Bisschen. Infusion hast du schon gekriegt? Ja. Ja, was haben wir da noch? Neue Schmerzinfusion für später, wenn es weh tut, sagst du das. Was wir jetzt machen, wenn das Kind jetzt kurz weggeht und den Bauch anschauen. Hast du dich schon länger jetzt geschillt, oder? Versucht zumindest. Ja. Und saugt kräftig? Nein. Noch nicht. Braucht noch ein bisschen Übung. Stritzig, gell? Das kann am Anfang mal vorkommen, dass die Kinder noch nicht so ganz munter sind und aktiv sind. Und natürlich probieren wir dann immer wieder zum Zuwilligen. Wichtig ist, dass man das Kind dann bondet. Deshalb heißt Haut- und Hautkontakt gibt. Und dann werden die Kinder wieder aktiver, gell? Wie nimmt das Wetter der Sorgen, gell? So nichts Wetter. Jetzt ist sie beleidigt. Na, gar nicht, schau. Meint ihr gar nicht. Da werden wir kurz die Stichkissen noch weg, schau. Den Katheter lassen wir das morgen. Der kommt dann morgen weg. Dann kannst du schon aufstehen, auf die Toilette gehen, gell? Schauen wir, dass es nicht noch tut. Das ist ein bisschen heiß, ein bisschen oder so. Ja. Aber damit der Bauch nicht dann so schnell weg ist. Das ist jetzt. Super. Schaut ja ganz schön aus, hat nichts geflutet mehr, gell? Perfekt. Naja, es ist nach der Operation, 6 Stunden später. Wir haben nur geschaut, dass keine Nachblutung ist, dass die Wunde schön, dass alles passt, dass sie keine Schmerzen hat. Falls irgendwas ist, ist ein Problem, dass man rechtzeitig reagieren kann, aber es passt alles perfekt. Also von dem her, soweit alles in Ordnung. Schaut gut aus, gell? Ja, perfekt. Macht es wirklich gut. Und Schmerzen gehen, gell? Schmerzen gehen. Was spüren wir jetzt ein bisschen nachwehen? Ich habe eher so auf der Schulter so Schmerzen. Ja, das ist von der Operation. Vom Gas im Bauch, was drinnen ist. Es wird dann morgen vielleicht ein bisschen noch schlimmer, aber irgendwann ist es weg. Was, morgen wird es noch schlimmer? Kann sein. Ein bisschen Massage machen, aber das kommt alles. Ich darf massiert werden? Darf sie massiert werden? Ja. Dem Haus ist alles möglich, gell? Okay? Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bin ich morgen wieder bei dir. Wenn was ist, ruf's laut. Okay? Dann wissen wir, wo ich jederzeit bin. Nein, im Allgemeinen ist sie, glaube ich, ganz gut drauf. Sie hat so gut wie keine Schmerzen. Also bin ganz überrascht, dass sie da gar nichts sagt von dem her. Infusion hat sie schon gekriegt, wird sie später noch eine bekommen. Und das wird ein Stillen wird kommen. Also ich glaube, das wird ganz gut alles laufen.